Hallöchen, meine lieben Fußballfreunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2023. Ja, in dieser Folge wollen wir ja zwei Spiele bestreiten, einmal gegen SV Elversberg und gegen Erzgebirge Aue. Elversberg steht auf Platz 10, Erzgebirge steht auf Platz 11. Gegen Platz 10 und 11 spielen wir. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie wir uns da schlagen. Also, ne? Bin auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal. So, gegen SV Elversberg erstmal. Und dann bräuchten wir ja noch für die nächste Saison Spieler, würde ich sagen. Müssen wir auch dann noch machen. Ach ja, genau. Wiekow bleibt bei St. Pauli. Ja, da kommt er doch nicht zu uns. Ja, schade. Aber ist denn Dosi? Ach, der von der U19, ne? Er wäre auch ein guter Spieler gewesen. Passen kann er noch nicht so gut. So, ja. Gut, jetzt wissen wir wenigstens Bescheid, dass er zum Beispiel nicht kommen wird, der Wiekow. Dann tun wir nochmal die Suche bearbeiten. So, links und rechts war das, ne? Ah, das ist natürlich sehr schade. Mai haben wir hier noch. Nico Mai. Aber ist jetzt auch nicht so weltbewegend, der Junge. Ja, müssen wir echt gucken, ne? Wie gesagt, Finzon wäre eine Alternative. Gnaka will zu viel Geld. Na, das ist halt sein Problem. Ja, Finzon, ne? Würde ja wahrscheinlich kommen. 23 Jahre alt, flanken kann er noch nicht so gut, ne? Aber flanken, dribbeln, ja. Muss man halt gucken. Der war auch eine Alternative noch, ne? Achso, der wechselt nach Düsseldorf, alles klar. Ja gut, da müssen wir mal gucken. Ushino. Medina. Medina wäre auch nice. Ist eigentlich auch ein guter. Aber 299k. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Kohle wir genau haben. Aber der Finzon wäre zum Beispiel einer. Kerngruppe, Kopfballspiel, Kopfball schwach, gelbe Karten, Ballverluste, Fouls. Laufleistung ist gut. Ja. Könnte man sich holen, ne? Philipp Treu, ja, der wechselt ja leider auch nach Rostock. Der wäre sonst auch eine Alternative gewesen. Ja, da müssen wir echt nochmal gucken. Wir machen jetzt die Spiele gegen Elversberg und gegen Erzgebirge Aue, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Neuwahlen bei 1860 gegen Präsidenten, Sportwissenschaftler.
Duhane. Das ist ja auch der Rechtsverteidiger. Ja, so von den Werten her ist halt eigentlich auch eine gute Antizipation. 9 ohne Ball jetzt 9. Ja, wäre jetzt aber jetzt auch nicht so weltbewegend. Ja. Bisschen Potenzial hat der. Ja, müssen wir echt mal gucken. Ne? Tönig. Gucken wir uns mal an. Ja. Alles klar. So, in der 11. Woche. Wen machen wir denn da? Gooden. Ja, der hat ja auch gut gespielt, ne? Der Gooden. Von daher, Ballkontrolle. Ja, von mir aus. Nicht länger eine Schwäche. Weiter Verbesserung unwahrscheinlich. Dribbelt durch die Mitte. Spielweise. Geht bei jeder Gelegenheit mit nach vorne. Ja, kann er gerne machen. Deichmann noch nicht zur Auswahl empfohlen. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Wir lassen die Aufstellung wie gehabt, würde ich sagen. Deichmann kann noch nicht spielen. Ehesobe, der ist sogar registriert, ne? Ich pack den mal für Vrenetzi rein in der 11. Also, ne? Ja, wir machen mal so, würde ich sagen. Gucken wir mal. Hannover ist an den interessiert. Zur Not würde ich den auch noch gehen lassen. Der hat ja sowieso Vertrag bis nächste Saison. Ah, wir schauen mal, wie wir das machen. Ne? Mal abwarten. Zentrum fokussieren. Ah, wir lassen das mal so. So, Morgalla. Gegen Mannschaftskollege. Zufrieden, wie sein Trainer Semih Belkaïr behandelt. Okay. Ach, der ist sogar gegen. Ach, Tim Rieder ist gegen seinen Mannschaftskollegen. Ach, du grüne Neune. Das ist ja krass. Aber gut. Greilinger fehlt an Spielpraxis. Ah ja, wie man es nimmt, ne? Krass, ey. Der Rieder ist gegen Belkaïr, ey. Und der freut sich, wie wir den behandeln. Ah, hab ich auch noch nie so was gelesen, ey. So eine krasse Sache auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, ne? Was wir gegen SV Elversberg machen. So, erstmal haben wir Anstoß. Erstmal schön im Ballbesitz. Erstmal hier so Ballbesitz, Fußball, Novak. Ja, kein guter Pass auf Greilinger. Deswegen hat der Spieler sehr gut erahnt von Elversberg. So, langer Ball auf Greilinger von Steinhardt. Flanke, Stendera am Ballbesitz, aber naja, der schießt den drüber. Schade, eine gute Chance gewesen von Stendera. So, Einwurf durch Gooden, Wein, nochmal Gooden. Ah, jetzt nochmal Kobylanski schießt auch drüber. Aber Taktik ist ja noch geduldig spielen, ne? Alles klar. Mehr wollte ich nie wissen. So, jetzt Einwurf für Elversberg durch Konrad. Ledel, aber da, ja, der schießt erstmal so deutlich für vorbei, würde ich sagen, ne?
So, nochmal Einwurf für Elversberg. Müller, Correa. Aber den Ball kriegen wir. Morgalla. Wein, Verlat, Novak. Auf Stendera. Kubilanski. Novak. Steinhardt. Greilinger. Glakenmacher. Ah. War halt sein schwacher Linker, glaube ich, ne? Weiß jetzt nicht. Ich glaube, der ist Rechtsfußlakenmacher. Deswegen so ein Stürmer beidfüßig wäre da richtig nice. Dass man den hätte. So, Goden, Kobylanski. Ah, verliert den Ball, aber holt sich den wieder. Nochmal Stendera, Goden. Ah. Lino hält den Ball. Oder beziehungsweise lenkt den ins Aus. Steinhardt jetzt mit dem Eckball. Kommt aber nicht an. Ja, Wein schubst den mal. Dafür gibt es zum Glück keine gelbe Karte. Ja, schubst dann den erstmal. Aber wie deutlich. So, Lakenmacher jetzt. Dringt nach vorne. Wein, Lakenmacher, Verlat. Langer Ball auf Kubilanski. Stendera. Novak schießt, aber wird abgeblockt. Da waren zu viele Leute im Weg. Zu viele Leute. So, jetzt Eckball durch Steinhardt. Mal gucken, was passiert. Lakenmacher. Ah, über die Latte. Schade. Oh, gleiches Halbzeit. Ein paar Minuten noch. Aber halt nochmal Freistoß durch Steinhardt. Warum schießt der denn? Oh, schade. War mal eine gute Chance vom Steinhardt. Ging leider nicht rein, aber es gibt nochmal Eckball durch Goden jetzt. Lakenmacher. Ah, kommt keiner dran. Oh, 0-0 zur Halbzeit. Hätte besser klappen können, ne? Aber gut, zweite Hälfte ist ja noch. Mal gucken. Dann machen wir da eine Bude. Ach, Correa hat gelb. Oh, Pledel. Jakobsen, Müller. Correa. Aber ja, den kriegen wir locker raus. Sauer Freistoß durch Steinhardt. Lakenmacher. Köpfen wieder drüber, ey. Der hat eigentlich so eine gute Kopfballtechnik. Aber der macht die Dinger einfach nicht rein, ne? Das ist das Problem. So, jetzt aber Lakenmacher. Noch im Ballbesitz. Ja, musste kurz abdrehen. Aber es geht weiter. Goden. Steinhardt, Novak, Wein. Schießt vom Weiten, aber ja. Soll ich dazu sagen, der geht deutlich drüber, ne? Lakenmacher hat keine gute Note heute, 6,4. Also der ist heute nicht im Spiel drin irgendwie. Der Novak auch nicht. Ohne hat noch eine gelbe kassiert. Oh. Jakobsen kriegt auch nochmal gelb. So, der Lakenmacher spielt gerade nicht so berauschend. Und der Novak, ne? Ah, für Novak kann ich jetzt keinen einsetzen. Aber ich pack mal Tim Rieder für Morgalla rein. Skenderovic, ey, reingekommen und sieht gelb, ey. So schnell kann's gehen, ne? So, jetzt aber Wein, Novak. Goden, Stendera, schön Kombinationsspiel. Kubilanski, langer Ball, Skenderovic. Schade.
Ich halte nicht so viel Druck am Ball. Mit seinem Kopfball. Aber jetzt nochmal Einwurf. Steinhardt, Skenderovic, Steinhardt, Novak. Vielleicht jetzt mal. Flanke. Kommt nicht an. Stendera. Weil. Nimmt den Ball weg. Ja, komm, Ehesebe kommt jetzt mal rein. Kobylanski. Bin ich mal gespannt. So, Auswechslung. Jetzt will ich mir mal überlegen. Ja, Freitag kommt mal für Steinhardt. Und Lang kommt mal für Wein, würde ich sagen. Mal gucken. So, da haben wir den Ball wieder geholt. Lang, langer Ball auf Skenderovic. Novak. Ja, wieder deutlich vorbei. Beziehungsweise drüber. Mann, Mann, Mann. So, nochmal im Ballbesitz. Kreilinger, Stendera auf Skenderovic jetzt aber. Ach, schade, ey. Lino dreht den Ball um den Pfosten. Schande da. So, jetzt nochmal Eckball. Lässt sich Zeit. Da war ja gar nichts von Korea, ne? So, kommen wir jetzt nochmal. Tim Rieder. Komm schon. Lang, wieder Tim Rieder. Stendera. Skenderovic. Läuft und läuft. Schießt, ja. Und wieder deutlich drüber. Naja, so wird dann nichts mit dem Sieg. Jetzt nochmal ein Eckball für Elversberg. Ja, Abpfiff 0:0 spielen wir gegen SV Elversberg zu Hause. Naja. Müssen wir besser machen, ganz klar. Aber Ehesibue hat wenigstens sein Debüt gegeben für uns. Oldenburg hat 1:0 gegen Dortmund 2 gewonnen. Sonst Mannheim hat auch 0:0 gegen Ingolstadt gespielt. Ja, wir haben 5 Punkte Vorsprung, aber Dresden kann jetzt nachlegen. Aber in Wiesbaden hat auch gespielt. Ah, Dresden hat 3:0 gewonnen, okay. Gegen Duisburg. Alles klar. Beschwört in Form kritisieren. Naja, als nächstes spielen wir gegen Erzgebirge Aue. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was wir da machen. Ja, und ich guck mal wahrscheinlich in... Der kann auch, ne? Vorgeschobener. Sollen wir denn mal einen Vertrag anbieten? Also vorgeschobener ist er eigentlich ganz gut, muss man sagen. Denn dafür hat er alles. Ja, außer jetzt Nervenstärke, ne? Aber der ist noch sehr jung, ey. Könnte man machen, ne? Machen wir doch mal.
Würde sagen, machen wir mal 2 Jahre. Er will unbedingt 1 Jahr, ne? Ja, komm, dann machen wir bis 24, ne? Ja, komm, alles klar. Nachwuchsspieler zur Ergänzungsspieler, Wanzek. Ah, nee. Nee, nee. Den brauchen wir zum Beispiel nicht. Aber der andere ist zum Beispiel ein gutes Talent. Vrenici ändert an Versprechen. Noch ist es nicht so weit. Noch nicht. So, Saarbrücken gewinnt erstmal 2-1 gegen Bayreuth. Zwickau spielt 0-0 gegen Aue. Warte, die haben jetzt gespielt. Halle 0-0 gegen Viktoria Köln. Essen verliert 1-2 gegen Osnabrück. Und Meppen gewinnt 4-1 gegen Verl. Boah, und in ein paar Tagen spielen die gegen uns, ne? So schnell kann er gehen. So, im jungen Alter für die U19 geeignet. Ja, ich lasse ein bisschen spielen bei uns. Lange hat sich verletzt, 4 bis 5 Wochen. Eieieiei, der nächste Verletzte. Das ist nicht so gut. So, Göpes, ne? Ha, jetzt wäre er interessiert am Transfer. Solider Spieler für die Regionalliga, potenziell zu soliden in der dritten Liga. Wie gesagt, von den Werten her, ne, ist er eigentlich ein richtig guter Spieler. Ne, 20 Jahre alt. Aus dem könnte man noch was machen, ne? Auch einen guten Abschluss hat der mit 9. Naja, kann man entfernen. Ja, Nihuis, genau, den haben wir ja sowieso geholt. Genau. Der wird trotzdem noch ein bisschen beobachtet. Ne? Da können wir ja noch mal gucken. Ja, Antizipation halt, ne? Vrenici, ja, Vrenici packe ich auch jetzt wieder rein. Würde ich sagen. Wo ist der hier? So, Greilinger, der kommt dann auf der Bank. Ja, müssen wir so machen. Spieler einen neuen Vertrag anbieten. Ja, machen wir auf jeden Fall noch, wahrscheinlich. Damit wir für die nächste Saison noch einen Spieler haben. Mogalla bleibt drinnen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir gucken uns auf jeden Fall in den, ich gucke mir auf jeden Fall nochmal offscreen die Spieler an. Deichmann steigt wieder voll ins Training. Ha! Ha! Ja, super. Jetzt fällt er noch 5 bis 7 Tage aus, der Vrenici. Er leidet an einer Krankheit. Ja, schön. Jetzt müssen wir doch mit Greilinger spielen. Jawohl, Dresden verliert 2-0 gegen Ingolstadt. Sehr gut. Das ist richtig gut für uns. So, Training können wir wieder einige loben. Das ist ja schon mal was. Mogalla ebenfalls. Sehr gut. So, Autosave erstmal. Ja, dann müssen wir halt den Dings raushauen, ne? Den Vrenici. Da kommt doch Greilinger rein. Ich würde sagen, Bär kommt dann. Deichmann ist ausgeruht, aber ich würde ihn jetzt noch nicht einsetzen. Will ich doch so machen. Ah, der hat abgebaut dadurch, ne?
Aber der steigt ja jetzt wieder voll ins Training ein. Das ist ja, also, so wie ich mir jetzt denke, ist das halt so eine Tendenz nur. So, dass der Tendenz runtergeht. Ja, wir haben einige Verletzte, ne? Lannert verletzt. Ja, Mut geht runter. Brenezi, ja gut, der ist jetzt gerade verletzt. Er Syr. Ja, du, gut, da geht er noch nicht bergab. Wie gesagt, der ist einer für die nächste Saison auch. Der Syr zum Beispiel. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir müssen uns auf jeden Fall verstärken. Ja, so viel ist sicher. Zur Not müssen wir uns in der zweiten Liga erst verstärken. Also, wenn wir aufgestiegen sind, dann müssen wir echt nach ablösefreien Spieler gucken oder Leihbasis oder wie auch immer. Ne? Also, wenn wir jetzt nur so keine Spieler richtig kriegen, dann müssen wir echt. Ja. 60 Minuten kann der Deichmann spielen, das ist doch schon mal was. Das ist wirklich schon mal was. Wie sieht's denn hier aus? Schwacher Einfluss. Anweisung, kurze Pässe, weniger Risiko. Ja. Ja, komm, dann Schuss auf freie Bahn. Naja, vielleicht kriegen wir das dann besser gebacken. Wir gucken mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie sieht die Taktik aus? Ja, so wie immer eigentlich, ne? Nichts Besonderes. Würde ich sagen. Ja, Fitness kann 60 Minuten spielen. Der ist gelb vorbelastet. Der Tim Rieder. Alles klar. Wer für Kobylanski? Kobylanski für Novak. Rechte Seite fokussieren. Ja, nee, wir lassen das einfach so. Würde ich sagen. Ja. Ja, der taktisches Verständnis, ne? Das ist halt, weil der vorgeschobene Spielmacher eigentlich trainiert. Das ist halt die Sache, ne? Aber da geht's auch gerade ein bisschen runter. Tendenz. Ja, das weiß ich ja. Das ist ja immer so. Das ist nichts Neues, dass ich fünf Ersatzspieler zu viel gewählt habe. So, Greilinger ist motiviert. Mal gucken. Ja, gegen Erzgebirge Aue wird auch kein Selbstläufer, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall auch ein schwieriges Spiel. Na, ja, und dann schauen wir mal. Wie er da aussieht. Da ist ja auch die Frage, wie viel Geld wir am Ende haben, ne? Das ist ja auch die Frage. So. Sind wir im Ballbesitz. Oh, Stefaniak nimmt, verlad den Ball ab. Das hätte teuer werden können. Das hätte in einem Tor enden können. Für Aue. Aber der hat das Ding nicht reingemacht. Hab was abbekommen. Das ist nicht so gut. Jetzt hat der auch noch was abbekommen, der Greilinger, ey. Ja, dann machen wir das so. Kobylanski geht auf rechts. Und dann kommt hier der Dings rein. Der Jugendspieler. Bleibt ja keine andere Wahl. So, jetzt sind wir im Ballbesitz. Kobylanski verlad. Oh, kommt schon. Ja, sehr schön, Lakenmacher. Ah. War auch nichts Wildes, muss ich sagen.
Stendera kriegt die gelbe Karte. Kommt, Leute. So, Einwurf. Kobylanski, Steinhardt, Verlat, Morgalla, Wein. Oh, jetzt verliert der den Ball. Was machen die denn da, ey? Nee, hier ist eigentlich nichts, ne? Was so geändert wurde, ne? Aber irgendwie kriegen die das nicht gebacken. Erzgebirge Aue ist gerade, ja, stärker als wir. So, Freistoß für Aue. Sehr schön, Kobylanski. Langer Ball auf Easyboy. Ich kann den nicht so gut aussprechen. Ich nenne ihn einfach Sibo. Jetzt einfach. Lakenmacher auf Kobylanski. Vielleicht jetzt mal was. Jawohl, endlich. Martin Kobylanski. Sehr schön gemacht. Mann, da ist das 1:0. Kobylanski in der zweiten Liga kann auch wertvoll werden. Für die Außen. Ich glaube, ich mache den als Inverser, ey. Was wir dann Linksflügelspieler vielleicht machen, dann Vrenetzi. Ne? Wenn er wieder da ist. Dass wir den als Flügelspieler machen und den Kobylanski dann als Inverser, dass er mal so reingeht ein bisschen. Weil der ist ja eigentlich stark, muss ich sagen. Weil Buden kann er schießen. Der Vrenetzi eher weniger. Ne, der kann eher Vorlagen geben, der Vrenetzi. Deswegen ist er, glaube ich, als Flügelspieler besser. So, ist jetzt eh Halbzeit. So, 0-1 führen wir. Sehr gut. So, und so kann er auch weitergehen. Note 7,6 der Kobylanski. Lakenmacher 7,2. Die Abwehr hat gute Noten. Gohn mit einer 6,7. Okay, Stendera 6,5. War ist auch nicht so berauschend. Aber da können wir auch nie wechseln. Obwohl doch, den Deichmann, ne? Weil den Deichmann werde ich wahrscheinlich für Novak gleich reinpacken. Das werde ich wahrscheinlich gleich machen. Obwohl Stendera hat die gelbe kassiert, ne? Ja, ich werde den Deichmann jetzt mal reinpacken. So, die wechseln die Position. Oder? Ne, eigentlich spielen die ja immer so, ne? Ja. Dann machen wir noch Tim Rieder für Morgalla. Ja, dann passt das. Dann gucken wir mal weiter. Ballbesitz Deichmann auf Sibu. Ah, schade. Langer Ball. Oh, schade, ey. Sibu mit einer guten Flanke. Lakenmacher mit dem Kopfball, aber ja, an die Latte und dann auf den Keeper. Schade. Schöne Chance gewesen auf jeden Fall. Schade, dass er kein Tor wurde. So, dann wechseln wir mal. Skenderovic kommt mal für Lakenmacher.
Freitag kommt für Steinhardt. Ja, das war's. So, Einwurf Gooden auf Deichmann. Der verliert den Ball. Ja, der muss wieder Spielpraxis sammeln, der Deichmann, ne? Der war jetzt so lange raus. Der ist genauso wie mit dem Syrer. Der ist auch schon sehr lange raus. Ne? Ja, was war das denn für ein Kopfball von Rieder? In die Füße. Oder auf die Füße, besser gesagt. Deichmann verliert wieder den Ball, ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Abseits. Sam Schreck kommt für Nazarov. So, bin ich mal gespannt, was wir noch machen. Ja, ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel, ne? Jeder hat 8 Schüsse, davon 4 aufs Tor. Von Expected Goals ist Aue eigentlich ein bisschen näher dran, aber nur um 0, ja, okay, jetzt sind wir näher dran. Ja. Passieren tut hier nicht viel. Aber mal gucken. Ja, wenn wir mit 1-0 nach Hause gehen, können wir glücklich schätzen. Und wenn nicht, ja, dann auch kein Wunder. Aber die Auer treffen zum Glück das Tor nicht. Wir auch nicht, außer einmal mit Kobylanski. So, jetzt noch mal eine Chance vielleicht. Verlad auf Gooden. Oh. Oh, was ist mit den Sibo los? Hat er sich auch verletzt? Ei. So, Gooden jetzt noch mal. Der läuft vor. Ist immer noch im Ballbesitz. Skenderovic. Ha, Ball abgeblockt. Aber wir sind noch im Ballbesitz. Oder auch nicht. Freitag läuft mit dem Ball ins Aus. Anscheinend hat er die Linie nicht gesehen, die Auslinie. So, ja, Stremski. Boah, was für ein Lattenschuss. Das war ja ein Lattenschuss, ey, von Jastrzemski. So, Hiller jetzt mit dem Abstoß. Mal gucken. Entscheidet sich für die kurze Variante. Jetzt noch ein bisschen Passspielübung hier. So, und der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen mit 0 zu 1. Knapp. Aber wer die Tore schießt, gewinnt das Spiel, sagt man ja. Und ja, wir haben dann eine Tor geschossen. Deswegen haben wir gewonnen. Haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Dresden. Und 10 auf Saarbrücken. Rein rechnerisch ist noch nichts gegessen. Also, wir haben jetzt noch 10 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 10 Spiele haben wir jetzt noch. 10 mal 3 sind 30. Ja, 30 Punkte sind noch zu holen, ne? Das heißt, das kann so ausgehen, kann aber auch so ausgehen, ne? Also rein rechnerisch sind wir noch nicht komplett aufgestiegen. So, Saarbrücken gewinnt erstmal 1-0 gegen Essen. Ja, Essen ist Fünfter. Boah, ich glaube, da, boah, weiß nicht, ob Saarbrücken sich das noch nehmen lässt. Haben auch 7 Punkte Vorsprung vor Meppen. Ja, mal gucken, ne? Schon ein bisschen einseitig hier oben, ne? Dafür ist er unten knapper, außer hier bei denen. Ja, bei denen ist er knapp. So, Dortmund 2 gewinnt 2 zu 1 gegen Zwickau. Bamba, wer ist das denn? Warte, das scouten wir doch mal, den Bamba. Hört sich interessant an. Der hat auf jeden Fall 2 Buden geschossen. Aue, wie gesagt, verliert gegen uns 0 zu 1, ganz knapp. Osnabrück gewinnt 2-1 gegen Freiburg, die zweite. Bayreuth spielt 0-0 gegen Oldenburg und WM Wiesbaden gewinnt 2-0 gegen Mannheim. Ja, Mannheim, wo stehen die? Auf Platz 8. Okay. Dachte, wir wären weiter oben. Greilinger, 7 Tage bis 2 Wochen. Also Sibo 1 bis 3. Super. Wieder einige Verletzte. Aber gut, wir spielen jetzt gegen Dortmund die zweite. Sibo ist da wieder fit. Der Greilinger eher weniger. Boah, müssen wir echt mal gucken, ne, wer fit da ist. So, Elversberg gewinnt 3-0 gegen Halle. Da ist ja mal ein hoher Sieg. 10. Platz bleiben die. Und Viktoria Köln verliert 0 zu 1 gegen Meppen. Ole Kuiper, der Torschütze. So, er unterschreibt Vertrag. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich muss mir auf jeden Fall mal die Spieler nochmal angucken. Na, ansonsten müssen wir echt gucken, dass wir
ablösefreie Spieler holen. Müssen wir wahrscheinlich auch dann scouten wieder die Spieler und dann gucken, ne? So, wir gucken hier nochmal. Ja, Duisburg gegen Ferl spielt noch. So, Walter. Ah. 20 Jahre alt. Ah, gut, hat bis 25 Vertrag, ne? Talent vor Durchbruch ist der. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, der kann auch, also der kann auf jeden Fall kicken. Na, das Problem ist Abschluss halt nicht, ne? So. Er hier. Stimmt, der wechselt ja schon. Kann man trotzdem mal. Kyron Gordon, Innenverteidiger. Ja, der ist so ein normaler Innenverteidiger halt, ne? Ist jetzt mit kompromissloser Innenverteidiger kann er auf jeden Fall. Ne? Halbraum. Libero. Libero kann er gar nicht. Ja, gut. Ja, gut, liebe Leute. Ach, wir haben ja noch ein Spiel. Duisburg gegen Ferl, 2-2. Ferl steht auf Platz 19 und Duisburg auf 14. Ja, hier hätten schon ein bisschen gewinnen müssen, ne? Die Duisburger, Boadus und Giert, die Torschützen. Wolfram und Akono. Ach, Elfmeter war das sogar, das eine. Ah, okay. Gut zu wissen. Tor nicht besteht, wechseln zu VfR Garching. Alles klar. Ja, gut, liebe Leute. Dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann spielen wir gegen Dortmund die zweite. Eine Mannschaft mit gespickt voller Talenten. Ah ja. Aber stehen auf Platz 12, ne? Obwohl die eigentlich riesengroße Talente haben, muss ich sagen, ne? Naja, was soll's, ne? Die müssen auch zusammen spielen können. Das ist ja die andere, ne, Sache. Aber gut, liebe Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.